Wir sind an der Location angekommen, aber leider wird hier saniert und renoviert im Moment. Ist auch alles hier mit Verbotsschildern und umzäunt, also schwer reinzukommen. Viel Verkehr. Man hört auch viel Verkehr. Aber wir haben eine Location, haben wir hier noch. Ein Geisterhaus. Nur das Richtige für Horror Lost Places. Und dann gehen wir jetzt nochmal eben hin. Daumen hoch. Liebe Freunde des Paranormalen, yeah. Wir sind hier in Duisburg im, ich hoffe ihr könnt es sehen, das verlassene Villenviertel. Also ich sehe so ein ganzes Viertel, hier stehen nur Villen und die sind alle verlassen. Von heute auf morgen sind auf einmal alle verschwunden, keiner weiß was passiert ist und wir versuchen der Sache auf den Grund zu gehen. Ja. Wir gehen jetzt hier mal rum, irgendwie ist jetzt neuerdings auch alles umzäunt hier. Ja. Das war früher lange Zeit nicht so und ja, gucken mal, ob wir da irgendwie jetzt reinkommen. Ich weiß nicht, da ist auch noch so eine Villa, aber da ist auch eine Baubude vor. Ich weiß nicht, meinst du, die sind da am Sanieren? So, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, das ist das Vorrauchhaus, was hier noch steht. Oh, hier. Das sieht echt gruselig aus. Wahrscheinlich gruseliger, wenn man direkt davor steht. Aber zeige ich euch noch was absolut Geiles. Ach, guck mal hier, könnt ihr auch noch mal durchgucken. Das kann man sehen. Echt krass. Kann man da reingucken? Nee, schade. Da oben auch noch. Und jetzt zeige ich euch noch mal was echt krasses. Guck mal, da hängen. Könnt ihr das sehen? Alter, hängt denn da ein Skelett hin? Gruselig. Also das ist echt ein Horrorhaus, ein Gruselhaus. Wie es im Buche steht. Aber leider, wie ihr sehen könnt, hinter mir ist alles zu, ist alles abgeschottet. Total, keine Ahnung. Hier ist auch alles, weiß nicht, ob man da sehen kann. Da ist ein Eingang, aber ist auch total mit Schlössern und Ketten alles zugemacht. Shit, das wäre echt ein Ding. Ja. Du kannst nichts machen. Da hätte ich aber echt Bock drauf. Auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken. Okay, jetzt kann man reinkommen. Kann man hier noch ein bisschen von außen gucken. Boah, da hängt eine Spinne oder was? Boah, da kommt ein Modergeruch raus. Kann man irgendwie reingucken. Da oben, das ist voll lebensgefährlich. Boah, und das Brett runterrutscht. Junge, Junge. Da müssen wir weg vom Fenster. Richtig abgefahren. Guckt euch das an, wie abgefahren.
So, wir sind noch mal ein Stück gefahren. Noch mal so ungefähr 30 Kilometer zum nächsten Lost Place. Und wir haben ihn noch nicht gefunden. Aber wer hat schon mal als Lost Place eine alte Autobahnbrückenauffahrt? Man kann darüber laufen, das war was anderes. Und ich meine, ist da auch mal was. Also so, ich habe jetzt nicht gedacht, dass hier so was ist. Gucken wir uns mal an. So, hier ist da, wo wir eigentlich hin wollten. Von der Autobahn aus. Ich muss dir was zeigen. Das Lustige ist, wahrscheinlich hat sich einer versucht, runter zu sein. Oh ja, sehr stabil. Damit. Also, wir stehen jetzt vor Fort Blücher. Und das wurde unter Napoleon bereits erbaut. Und im... Ich lese es einfach vor. Es wurde bereits unter Napoleon Bonaparte 1913 errichtet. Und nach sechsmündiger Belagerung der Festung Wesel wurde schließlich auch die Zitadelle von preußischen Truppen besetzt und später mit neuen Kampfrichtungen gegen Westen benutzt. Also, Napoleon hat das 1913 wurde das schon von Napoleon erbaut, wurde aber später von der preußischen Armee auch eingenommen und weiter gegen Westen, preußische Truppen sind dann weiter gegen Westen vorgerückt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs haben sich 200 deutsche Soldaten noch verschanzt, um die letzte Verteidigungslinie des Rheins zu bilden. Und das ist schon eine gute Historie, die dieses Fort hinter uns hat. Es ist leider, also es ist eigentlich ein Riesenfort gewesen, sind aber nur noch jetzt Bruchteile von über. Ich glaube, das sind die Barackenunterkünfte, die jetzt noch da sind. Weil dahinter wurde eine neue Brücke über den Rhein gebaut, eine Autobahnbrücke über den Rhein gebaut. Und ja, da ist leider vieles zum Opfer gefallen. Aber wir werden mal gucken, ob wir irgendwelche Geheimnisse da noch rauslocken können. Clay macht schon eine Untersuchung. Was, siehst du eine Tür? Ja. Ja, wir gucken mal. Oh, ein wunderschönes Kreuz wahrscheinlich. Oh was, ein Kreuz? Geht. Warte mal, ich komme mal kurz. Das ist total verschüttet alles da drin. Du musst... So, dann sehe ich nichts. Da liegt auch ein Gepäckträger oder was drin. Das hat jetzt nur einen Raum hier oder was? Sieht zumindest so aus. Tada! Da ist er. Also liegt noch einiges an. Und hier gehen auch direkt Treppen. Boah, Alter. Boah. Ich weiß nicht, können wir das sehen? Auf jeden Fall viele alte Stollen mit vielen Räumen. Keine Ahnung, was hier alles untergebracht wurde. Kreislauf jetzt hier drin. Also irgendwie, hier ist richtig was drücken, ne? Holla die Waldfee. Und dann kann man es auch noch hoch in die nächste Etage. Oh Gott.
kann man sich ja verlaufen, ne? Ist noch ein Links. Ein- und Ausgang. Ist sogar noch was. Hier waren wir eben. Boah, ist hier drücken. Boah, drückende Luft. Boah, war das. Ich hab gehört. Wie so ein Hund, der knurrt, Alter. Wie so ein. Alter. Ach, Scheiße, von wo kam ich jetzt? Kerry? Ja. Alter! Ja, ich hatte raus. Ist auch nichts für dich, Alter. Ich hab Kreislauf ohne Ende, Alter. Du bist auch ganz blass. Ja. Ey, keine Ahnung, Leute. Guck mich an. Da war ein Knurren wie von Höllenhund. Ey, so ein Kruck auf einmal. Ja, da war wie ein Dämon. Du verläufst dich da voll. Ja, ich. Das ist, alles sieht gleich aus. Ich kann nicht über die. Und ich krieg kaum Luft hier rein. Ich hab. Alter, es ist echt richtig übel, ja. Ich kann nicht über diese Stelle, ich weiß nicht warum. Also, ach, das ist zu. Ich kann hier nicht rein, dann will ich nicht. Ich weiß nicht warum. Boah, ich muss aber erstmal, ich muss mal eben aushalten. Ne? Vor meinem. Siehst du, ich krieg kaum Luft, ne? Das ist so drücken. Als wenn hier 20 Kilo im Rücken hängen. Wahnsinn. So, wir haben auch schon auf unseren ersten Ausschlag hier. Ich weiß nicht, kann man sehen. Licht. Light. Okay, Licht hätte ich eben echt gebraucht. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt, ich habe ein bisschen was getrunken. Ach, ich habe mich. Ist ja wieder nicht scharf. Ich habe mich ein bisschen was beruhigt, ich habe ein bisschen was getrunken. Ein bisschen, man muss. Ist auch viel hier Kopfsache. Ne? Ich meine, wenn man da in so einen engen, katakombenartigen Räume sind, kann man natürlich auch schnell Kreislauf und so weiter bekommen dadurch schon, ne? Deswegen konnte ich ja nicht mit reingehen, weil ich bin klaustrophobisch. Ja, aber wir gucken. Geh nicht. Jetzt nochmal, weil ich habe ja da hinten noch ein anderes Gebäude gesehen, hat Hannes. Und dann versuchen wir jetzt von außen ranzukommen. Und dann versuchen wir ein Ghost Radio zwischen den beiden Gebäuden zu machen. Ich will euch nochmal zeigen. Hätte ich voll krass Stacheldraht. Bin ich eben schon mit der Buchse rein. Und wir haben nur einen Ausschlag. Wir haben gerade darüber diskutiert. Heißt so Diskussion, ne? Ja, steht Discussion. Wie wir am besten da hochkommen. Kann man irgendwie nicht sehen, weil er jetzt irgendwie nicht den Zoom haben will. Schwer, hast du immer eins. So, ich versuche nochmal. Diesmal nehme ich das Großdiktiergerät mit. Weil wir haben die Kameraaufnahmen nochmal durchgeguckt. Und da war natürlich wieder nichts drauf. Also, läuft. Hört jetzt an. Ja, durch. Und jetzt gucken wir nochmal, da hinten ist. Ich stelle mich nochmal den absoluten Gefahren. Da wolltest du mit. Ich kann da wirklich nicht. Ja, dann lass.
von diesem Horror Lost Place. Und das ist wirklich Horror. Guck mal da oben. Ich weiß nicht, haben die sich hier verschanzt? Zwischen ihnen. Das ist rutschig. Ich bin glatt weggerutscht. Ich lass das mal weiterlaufen. So, Ghost Radio Session 1. Hallo, ist hier eine Präsenz? Sind hier Soldaten? Hallo, der Mike ist hier. Wie ist dein Name? Kannst du mir deinen Namen verraten? Was ist hier passiert an diesem Ball? Ist hier was Schreckliches passiert? Sind hier Soldaten gestorben? Willst du mir noch was mitteilen? Candy? Hast du gerade Candy gesagt? Süßigkeiten. Die Clarissa ist auch hier, die steht vorne. Soll ich der Clarissa was ausrichten? Willst du mir noch irgendwas mitteilen? Sonst gehe ich wieder. Auf dem Fanfox stand eben Light, Licht. Und Discussion. Willst du mit uns diskutieren? Yeah.
Was ist hier genau passiert? Habt ihr die Brücke verteidigt? Gab es hier Gefechte? Es tut mir leid, ich konnte jetzt nichts hören, aber zu Hause in der Auswertung. Und wenn du mir noch irgendwas sagen willst, dann sagst du mir bitte jetzt. Steh, soll ich noch bleiben? Willst du mir noch was zeigen? Willst du mir noch was sagen? Chaos und Kanone, habe ich gesehen. War ja großes Chaos. Oh, keine Dunkelstimme. Ich breche jetzt hier ab. Ich mach mal eben hier Pause. Mach nochmal eine neue Aufnahme. So, letzte Chance. Ich packe jetzt ein. Oh, ich habe irgendwie schon wieder was richtig Negatives gehört. Eine dunkle Stimme. Ich habe eine Beleidigung gehört, das werde ich jetzt aber nicht sagen. Da werde ich auf die Auswertung warten. Und ich glaube, das war Zeichen genug, dass ich mich langsam mal wieder vom Acker machen soll. Bin mal gespannt, ob Clary was noch im Fanfox hat. Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Und jetzt der Eingang. Seht ihr meinen Atem? Kann man das sehen? Alter. Ist hier voll den Atemhauch. In dem Ding. Ist gar nicht so kalt. Ist noch gar nicht so kalt. Geisterbahn ist nichts dagegen. Ey. Scheiße, falscher Raum. So kann man sich schon verlaufen. Ja, Wahnsinn. So, schlimmer wie jede Geisterbahn, Leute. Hier sind mehrere Aufzeichnungen. Habe ich immer gestoppt. Du bist total blass im Gesicht. Ich habe Gusto hier schon gemacht. Hast du noch was Neues? Ausschlag auf dem Fanfox? Der hat noch mal Musik gesagt. Hinten viele Stimmen, viel gesprächig. Chaos, Kanonen, Krieg, irgendwie so. Am Ende habe ich gesagt, willst du mir jetzt noch was sagen? Jetzt packe ich ein. Also ich weiß nicht, ich musste gucken auf Auswertung. Ich meine, hat einer gesagt, geh Spaß. Also war einfach mit, und eine ganz dunkle, also Spaß, geh. Und da habe ich eingepackt. Ende. Ja, ich sag mir, geht's. Alter, ohne Scheiß. Hast du drauf? End. Ja. Das heißt wohl, wir sollen Ende machen. Da war auch eine ganz, also die Stimme war immer so zwischendurch. Immer viel Themen. Ich wollte jetzt nicht alles vor der Kamera sagen, was ich gehört habe.
Und dann auf einmal kam eine dunkle Stimme und dann immer öfter durch, ne? Kennen wir ja. Erst nur so zwischendurch und dann immer öfter und dann habe ich, also weiß ich nicht, also ich habe mich da beleidigt gefühlt. So wie ich es da gehört habe. Weiß es ja nicht, müssen wir gucken. Die Tiergerät war auch an, kennen wir an. Kann ich ihn jetzt einfach ausschieben? Ja, ich habe 3 Aufnahmen gemacht, glaube ich. Fürs Busvideo auch nochmal extra. Ach, ich auch, ey, da hinten. Du bist total eingeengt zwischen 2 Gebäuden. Das ist voll eng. Das andere Gebäude ist nur halb so hoch wie das. Das ist so wie so eine kleine Rinne zwischen den 2 Gebäuden, so wo die sich verschanzt haben wahrscheinlich. Und überall Gebüsch, dass du nicht durchkommst. Habe ich auch Fotos von gemacht. Also du bist wirklich in so einem Gang, wo kein Entkommen, gell? Und dann fängt auf einmal an. Spaß. So, weiß nicht, müssen wir gucken auf Auswertung. Geh. Eine helle Stimme hat gesagt, steh, bleib, wo ich gesagt habe, ich packe jetzt ein, wenn du mir nichts mehr zu sagen hast. Du kannst mir gerne noch was sagen. Dann kam, oder soll ich noch bleiben? Dann kam steh. Von einer Frau, so wie eine Frau, eine helle Stimme. Und dann kam irgendwie, habe ich gesagt, so, ich packe jetzt ein, ne? So ein bisschen, so, leck mich am Arsch an, so die Tour, ne? Und dann kam auf einmal, ging's los. Spaß. Geh. Hammer. Hammer. Also echt so extrem, also wir haben ja schon extreme Auswertung. Also wir haben ja schon extreme Auswertung, aber... Jetzt kannst du das hier vorne auch nochmal machen. Wolltest du ja auch nochmal machen? Ja, hier quasselt einer... Schon wieder was Neues? Nee, das ist... Ich weiß ja, du machst dich schon wieder... Hier ist auf jeden Fall... Du machst dich schon wieder selbstständig, aber es ist immer noch End. Also, wenn du willst, ich kann dir auch gerne das Video zeigen. So Leute, das war Fort Blücher. Da hinten war ein Gang, ich bin da nochmal durchgegangen, da war total eingeengt, Clary konnte nicht mit, weil das war einfach zu eng, zu dunkel für sie. Da war nochmal ein Gang, da war man, also das Haus war nur halb so groß wie das und da war so ein ganz tiefer Gang und da war man voll eingeengt, also da war auch alles total verwuchert, es gab kein Entkommen zwischen den 2 Gebäuden und da habe ich das Großvideo gemacht. Und voll die krasse, ich wurde beleidigt, ich hier gehe, Spaß und so weiter. Also krasse Aufnahmen. Sie hat auch schon wieder ein neues End, hat sie drauf auf dem Gerät, also Ende machen, aufhören. Das ist ja wohl eine klare Aussage. Und Leute, jetzt ist der Akku leer. Oh no, der hat Energie gezogen. Wow. Okay Leute, haut rein. Stay paranormal, abnormal.